guck euch mal an. So, jetzt sind wir hier mit Fabi und machen uns auf den Weg zum Erbelinsee. Korrekt. Ich habe hier nochmal die Insta360 hier angebracht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Gestänge hier hält. Das ist auf jeden Fall ziemlich wackelig. Haftpflicht regelt, wa? Warst du schon mal am Werbelinsee? Ich? Nee, der hinter dir. Ich hab dich doch da mal mit hingenommen, oder? Nee, ich war noch nie am Werbelinsee. Nee, also ich war vorgestern war ich da. Und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will den Leuten jetzt auch nicht zu viel Hoffnung machen, aber ich fand es so krass, also ich war so überrascht, ey. Müsste das ein Traum sein. Also das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, ist halt, dass es irgendwie nur 4-5 Kurven sind und dann musst du halt wieder umdrehen. Ich weiß ja nicht, wo du umgedreht hast, aber 4-5 Kurven sind es nicht. Nee? 6 oder was? Dann wirst du zu früh umgedreht haben. Was lustig war, wir haben auf der Hintour einfach eine kleine Waschbärfamilie gefunden, Alter. Ja, ich hab's bei Insta gesehen. Ja, boah, das war so süß, ey. Oh, was ist denn hier los, ey? Mann, ey. Also da war ja dunkelrot. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der grün hatte. Du musst auf jeden Fall ab und zu mal hinter mir fahren und gucken, ob die Insta noch dran klebt hier. Es ist doch sehen, wenn du in den Spiegel guckst, oder? Ja, schön Spiegel, Digga. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist mein Tacho abkleben, aber wir können mal kurz anhalten. Irgendwo, warte mal, nicht hier am besten, wo ich mal kurz in mein Menü reingehe. Dann kann ich so dieses Track-Modus machen und dann sieht man, glaube ich, das nicht. Ich kann es im Nachhinein auch pixeln. Ja, aber das ist zu viel Arbeit, oder? Kommt drauf an, wie lang dein Video ist. Muss ja nur da gepixelt sein, wo es nötig ist. Also bei uns überall eigentlich. Eigentlich immer bei uns. Display-Mode. Track-Mode heißt es. So, jetzt müsste es gehen. Und man sieht es trotzdem. Scheiße. Oh, ich dachte, du hältst deinen Fuß raus wegen der Fahne da. Ich hab kurz überlegt. Ich auch. Den einen Tag war ich ein bisschen Wheelies üben. Und? Na, Digga, ich. Also. Kannst du mir jetzt vielleicht was zeigen, Max? Nee, auf keinen Fall. Aber so das Gefühl bekommen, einfach im zweiten 80 zu fahren und dann einfach die Kupplung springen zu lassen. Das ist ja Wheelie-Control, du brauchst ja eigentlich nur Vollgas. Ja, aber, ja, nee, bei mir ist es so. Also guck mal, meine Theorie ist, warum es bei dir geht und bei mir nicht. Also Ducati hat bestimmt eine gute Wheelie-Control, aber die Ducati Wheelie-Control ist vielleicht nicht so gut. Na doch, ich kann die halt einstellen in verschiedenen Stufen. Ja, ich 8 verschiedene Stufen. Ach so, 8. Naja gut, ich habe 3. Und mach das immer so, dass es am wenigsten eingreift. Genau, habe ich ja auch. Ja, aber wenn ich dann Gas gebe und die merkt, okay, ich bin über so einen kleinen Punkt hier rüber, dann regelt die sofort ab und es kommt sofort runter. Deswegen, also ich habe halt ohne Wheelie-Control geübt. Ah, verstehe. Also bei dir holt er sie runter, bei mir hält er sie ja oben. Oder du gehst einfach nur vor Schreck vor Gas und kriegst gar, vom nee, Gas und kriegst nee, gar nicht mit. Ich geb Vollgas. Nee. Ich geb Vollgas und ich merke halt, die holt die sofort wieder runter. Musst du mir gleich mal zeigen. Ich will mal sehen. Ja, mach ich. Hast du Traktionskontrolle? Ja, die hatte ich auch schon auf niedrigste Stufe gemacht. Ich weiß nicht, wie man sie ausbekommt. Ich glaube, aus geht auch nicht. Und so habe ich halt geübt. Dann alles ausgeschaltet und dann... Ja, und dann musste ich nur trauen. Ja. Dann guck mal nach hinten. Digga, ich... Ich muss mir das mal von hinten nochmal angucken. Mach mal jetzt. Man würde halt bei dir denken, so, das ist... Du hast keine Wheelie-Control an, so, weißt du? Ich würde mir auch zutrauen, tatsächlich, glaube ich, komplett ohne. Man muss es halt üben, so. Genau, wichtig ist ja bloß, dass du hier drauf stehen bleibst. Ja, auf der Hinterradbremse, ja. Dass du im Notfall immer dich wieder runterholen kannst. Ja. Ja, ja. Und so. Hallo? Oh, hallo? Hallo? Was machen? Wer bin ich? Hallo? Wer bin ich? Von da kommen wir gerade. Und? Hey, wo seid ihr? auf der Autobahnbrücke gleich. Ja, ja. Wir kommen von der anderen Seite. Geil. Ja, dann sehen wir uns gleich. Wir sind die, die euch zeigen. Wir sind die mit den besseren Maschinen. Was fahrt ihr? Kannst du sehen? Ja, das werden wir sehen. Ich war 125er, glaube ich. Ja, ich auch. Scheiße! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao. Ich, ja? Ja auch. Kannst du filtern? Kommt ein LKW. Ah, oh, ich filter mit Fahrrad.
Boah, Digga, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber mein Arsch, der brennt, Alter. Ja, schwarz halt. Aber du kannst halt auch keine helle Kombi so nehmen auf der Maschine. Ich wollte eigentlich einen Wheelie machen neben denen, ne, wenn wir vorbeifahren, aber ging halt nicht wegen Verkehr. Ja, jetzt kannst du einen machen, warte. Jetzt. Ah, jetzt setzt er mich hier unter Druck. Aber ich habe bei mir auch das Gefühl, wenn ich das mache, mit der Kupplung springen lassen, dass sie einfach nur einen richtigen Satz machen will. Du musst halt richtig auf Drehzahl gehen. Bei mir muss ich fast... Hast du im ersten oder im zweiten? Im zweiten. Digga, im ersten, das ist schon echt so, wie die Leute halt auch immer sagen, das ist schon todesruppig. Ja, ja. Na hier, erster Gang. Aber du hast halt auch dieses Gefühl, wenn du deinen Gashahn 1 Millimeter falsch bewegst, dann überschlägst du dich einfach so, weißt du? Weil das halt so... Backflip, sag ich ja. Ja, einfach 360 Grad. Vielleicht machst du noch eine Schraube. Ich würde auch sagen, dass wir wieder vorher tanken gehen. Wenn ich da vorher nicht tanken gehe, können wir nach 10 Minuten tanken gehen. Ja, na, dann tanken wir halt. Können wir noch was Kleines trinken? Ach, müssen wir da denn machen, bei der Aral. Ja. Hier gibt's auch Rüttelstreifen. Ja, wie Werbelin sehen. Ja, stimmt. Ich habe halt überlegt, ob diese Rüttelstreifen eigentlich eine Gefahr sind wegen Wegrutschen oder so. Gar nicht. Das war das Einzige, wo ich mir so also, vorgestern so ein bisschen Sorgen gemacht habe, so, oder was ich mich gefragt habe. Also da sind ja, glaube ich, 60 oder 70, so viel fahre ich da auch, ne? Aber ich habe mir sagen lassen von einem Kollegen, den ich sehr gut kenne, man kann da mit 140 Brücken durch die Kurve fahren. Kennst du da eine Tankstelle? Ja. Aber nicht Aral, oder? Doch. Dann wird's wieder der 102er Sprit heute. Das klingelt wieder ordentlich in der Kasse. Ich tank nur 95, Digga. Ja, na, ich würde halt super plus tanken, so. Was mal, ich hab am Anfang gemacht, aber ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ja, ich glaube, merken tut man da auch nichts. Aber so was Motorabrieb und alles angeht, glaube ich, ist vielleicht etwas anders. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. So wie ich fahre, Digga, habe ich Verschleiß wie 3 Ducatis wahrscheinlich. Eigentlich müsstest du auch alle halbe Jahre zum TÜV. Führerschein machen alle halbe Jahre. Ja, das sowieso. Ja. Was hast du eigentlich an deinem Helm an der linken Seite? Warum hast du da auch so ein komisches GoPro-Ding drin? Ich habe links und rechts ein. Aber warum? Weil ich am Anfang war ich mir nicht sicher, welche Seite ich cooler fand. Weil hättest du mich mal gefragt. Ja, Digga, ich habe den Helm noch schon 2 Jahre oder so. Ich habe mir letztens fast einen neuen gekauft. Schon wieder? Ja, weil eigentlich wollte ich bloß wegen irgendeinem Kabel, wegen dem Setup hier zu Luis, wegen den Kopfhörern, genau. Die Kopfhörer, ja. Und ja, dann habe ich da einen Helm gesehen, dann wollte ich den unbedingt haben, dann war ich bereit, den zu kaufen. Und dann hatten die den aber nicht in meiner Größe da, sonst hätte ich den sofort mitgenommen, ey. Digga, hast du in letzter Zeit zu viel Geld, oder? Nein, ich habe mich einfach nicht unter Kontrolle. Kennst du so Leute? Ich glaube, Leute, die so eine Kaufsucht haben, die haben auch so immer Ausreden für irgendwas so. Und meine ist halt so die Lederkombi, weißt du? Ja, was ist besser, Fabian? Wenn ich tot bin oder wenn ich mir für, weiß nicht, 700-800 Euro eine Lederkombi hole? Hä? Ja, siehst du. Also wo ich auf jeden Fall dieses Jahr noch hin will, sind Kiffhäuser. Bin ich dabei, muss ich sagen. Willst du versuchen, wenn du jetzt so öfter gucken fährst, dein Knie auf den Boden zu kriegen, oder? Heute direkt. Ja klar, eigentlich wollte ich so nicht nur das Knie schleifen, sondern den Ellbogen, und ich würde halt heute gerne versuchen, den Helm zu schleifen. Also das kriegst du hin, musst du nur wegrutschen. Das wäre heute eigentlich mein Ziel. Stark. Nee, also ich werde mich natürlich erstmal rantasten. Wie lange fahren wir denn eigentlich noch? Waren schon noch ein Stück. Nicht, dass ich gleich deine Pumpe oder so abkriege, weil sie abfällt. Naja, nee, eigentlich hält das Ding. Oh, da war ein Blitzer. So, wir sind jetzt noch mal kurz tanken gegangen und haben uns die kleinen Mutschi-Finger gegönnt. Wir sind jetzt fertig, haben jetzt unser Eis geschlabbert und machen uns jetzt weiter auf den Weg zum Werbelinsee. So, jetzt geht die Filter-Action aus. Oh. Vielleicht nicht ganz geschafft hier, weil der hier abbiegen will. Boah, der hat den übelsten Schaden. Und schön hier. Ich habe sogar gehört, dass bei Werbelinsee teilweise Biker da sind, die einfach mit einem Besen die Kurven fegen. So, dass ja, ja. Na klar. Ach. Richtig geil, Alter. Feier ich richtig. Oh, hier ist schon das erste Schild hier.
Erstmal könnte man ja so ein bisschen die Strecke checken. Ja, ich gucke auch mal wegen Blätter und wegen Kies halt und sowas. Weißt du, kann ja auch immer mal so, gibt ja so eine Leute, weißt du, die fahren dann da extra hin, um uns Biker auf dem Gewissen zu haben und chippen da irgendwas hin. Eigentlich krass, kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas, ey, dass man so. Ja, aber passiert ja. Ich verstehe halt nicht, wie die halt mit ihrem Gewissen es vereinbaren können, dass da vielleicht jemand verunglückt oder sich halt schwer verletzt. Also das verstehe ich halt überhaupt nicht so. Hallo Freunde, wir fahren wieder mit der Hütte und rennen dann wieder um. Ist wirklich so schön hier mit dem See. So, wir haben jetzt hier eine kurze Rast gemacht und werden jetzt ein bisschen weiterfahren. Also ich habe mir gerade meinen Reifen angeguckt und so schlimm sieht ja gar nicht aus. Oh, hey. Schwach. Das Ducati, die springt öfter mal nicht an. Was ist los, Fabi? Aus Schraube verschraubt. Da hättest du mal lieber eine R1 geholt. Oh, wie schön das hier ist. Vorsicht, Fußgänger. Fühlt sich an, als wenn mein Knie schon schleift, Digga. Aber da ist bestimmt noch ein Meter Platz. Hast du gesehen? Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also ja, da ist noch Platz, das aber... Das erste Mal? Ja, ist schon... Vor dem Kuttelstreifen brauchst du keine Angst haben. Krass, Alter, das Gefühl ist schon krank, Alter. Digga, das macht so einen Spaß. Das war's auf jeden Fall heute mit Kurvenfahren. Wir wollen es auch nicht übertreiben, weil sonst passiert dann noch irgendwas und darauf habe ich keinen Bock. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Oh. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Wir fahren jetzt noch mit Fabi und Anwar und zwei, drei anderen Leuten, die wir kennengelernt haben, fahren wir noch kurz die Bikes waschen und dann mal sehen.